Hey Leute, willkommen zurück bei Knights of Pen and Paper. Und haben wir die Quest noch? Jagd, können wir Feuerteufelchen oder Phönix machen? Ja, machen wir Feuerteufelchen. 7 Stück sollen wir töten. Könnte ein bisschen zu hart werden, glaube ich. Vor allem mit der Verbrennung. Oder probieren wir es? Wir probieren es. So, Schwächen. Okay. Du machst Schlag des Anführers auf den schon mal. 2, er ist als nächstes dran. Sehen packt nicht. Hilfe von unten. Du machst Doppelschlag schon mal auf den. Okay, 11 Feuerball, damit wir hier ein bisschen. Und er brennt. Gut, Wiederherstellung. Wir haben die erste Runde schon mal gar nicht so schlecht überstanden. So, das Schild. Monster beschwören. Okay, du machst einen Betäubungsschlag auf den. Ich habe gehofft, den zugleich zu töten. Okay. Feuerball auf den nächsten. Einer schon mal erledigt. Und Zug der Heilung. Auch wenn es nicht so viel Schaden macht, so viel heilt, das heilt dann umso mehr. Okay, wir müssen jetzt doch ein bisschen Schaden machen, damit wir hier regenerieren können. Und der Doppelschlag. Das brennt ja schon ziemlich gefährlich. So, nochmal Feuer. Oder wir sagen hier Wiederherstellung. Okay, du bist dran. Schlag Anführer auf den nächsten. Eieiei, Heilung, will er. Ihr Angriff. Dann. Betäubungsschlag mal auf den. Feuerball. Die brennen noch alle. Nicht so geil, Zücke der Heilung. So. Und nächste Schlag ist dann fürs. So, Hilfe von unten mal hier, auch von hier aus. Ja, das tut weh. Der ist auch schon mal platt. Nächster Feuerball. Und. Wiederherstellung. Der schafft es noch eine Runde ohne Probleme. Vor allem mit dem Lebensabsaugen. So. Doppelschlag. Schade, kein Crit. Kein Crit. Und der brennt jetzt auch. Eieiei. Doch Feuerball. So. Dann doch Zuge der Heilung lieber. So, der hat dann leider das verloren. Dann mache ich wieder jetzt hier Hilfe von unten. Dann haben die es wenigstens. Crit hätte das da wenigstens machen können. So, du. Schwächung. Hat überlegt, ob ich Züge der Heilung oder irgendwas mache, aber momentan brennen nicht so viele und der hält schon noch was aus. Betäubungsschlag mal auf den. Und auf dem nächsten Feuerball. Jetzt können wir einen Züge der Heilung machen. Und einen Schlag des Anführers auf ihn. Und dann sollte er auch genug Schaden bekommen durchs Brennen. Genau. Jetzt auf ihn mit Betäubungsschlag und nochmal ein Feuerball. Ja, kurz angreifen. Regenerieren wir auch ein bisschen was. So, verbrannt ist er. Nur noch einer. Und Betäubungsschlag heißt, wir können jetzt so beliebig angreifen, wie wir wollen. Brauchen noch keine Gedanken machen.
Okay, Betäubungsschlag können wir jetzt nicht nochmal machen. So, der saugt eh extrem viel Leben ab. So, und platt gemacht. Sehr gut. 24.227 Erfahrungspunkte. Das ist eine Menge. Das ist echt eine Menge. Schlagsanführer, das mache ich gerne nochmal. Und du... Betäubungsschlag. Gut gekämpft, Questern. Jo, danke. Du noch mal ein Level up. Hilfe von unten finde ich eigentlich immer ziemlich geil. Gerade mit den Trefferpunkten abziehen. Seelenpack könnten wir aber auch langsam machen noch mal. Damit wir noch ein bisschen mehr Leben bekommen beim Regenerieren. Ja, komm, Seelenpack. Dann bekommen wir wirklich 60 Trefferpunkte zurück. Und was haben wir noch? Können weiterhin Jagd machen. Auch nicht schlecht. Aber ich würde gerne erstmal hier hinreisen. Wo wir könnten in die Stadt gehen. Naja. Ich würde gerne nochmal einen Armreifen holen. Vorher nochmal hier die ganze Schmiedkunst beweisen. Genau. So. Ja. So, Schleifsteine. Und hier nochmal was. Sehr gut. Und wo haben wir ihn? Den Schmied hier. Drei Schleifsteine nochmal gegeben. Gott, der braucht so viele Schleifsteine. Und Ausrüstung hätte ich gerne jetzt. Die beiden Sachen verkauft. Ein kleiner Mana-Trank kann auch weg. Ja. Und dann hätte ich hier noch der vierte Ring geholt. Körperlicher Widerstand, Regeneration. Wir müssen nur gucken, was wir das holen. Crit, körperlicher Widerstand, Trefferpunkte. Zusätzlicher Trankeffekt. Bedrohung plus Wiederbelebung plus Kreuzbuchkampf. Crit, EP, Gold aus Kampf, Trefferpunkte, Magie, Regeneration, HP. Wo waren das, wo ich sagte, ja, das ist ganz gut. Plus Angriff, plus Initiative, minus Bedrohung, plus Crit. Das wäre auf jeden Fall geil für meinen, für meinen Dieb. Noch erhöhte Crit-Wahrscheinlichkeit oder erhöhte Angriff. Da könnte man hier noch zusätzliche Trankeffekte, auf jeden Fall mal zusätzlichen Angriffsboost. MP-Regeneration ist ziemlich wenig MP. Ist nicht irgendwas mit prozentual MP? Regeneriert 1 MP. Ich weiß es nicht. Würde ich mir das holen? Plus 2 Angriff ist echt nicht viel. Hier haben wir nur ein plus 9. Hier habe ich irgendwas gefunden mit. Mit der dritte Ring nochmal? Plus Trefferpunkte und plus Magie und Regeneration HP. Na gut, der regeneriert auch MP. Das ist geil eigentlich, auch wenn ein körperlicher wieder. Ich hol's einfach, das kriegt jeder hier. 433 hätte ich sogar noch. Also das ist ja mit zusätzlichem Trinkeffekt und plus Angriff. Wir wollten ja genau das hier haben. Plus Initiative, Angriff und Crit-Wahrscheinlichkeit. Plus Crit, plus EP, plus Gold, plus Würfel.
erstmal das für alles, will ich sagen. Für jeder braucht erstmal dieses Level 32er Ding. Würde ich fast sagen, eher. Der hat zwar den zweiten Ring schon. Aber die paar Trefferpunkte sind eher eh lau. Regeneriert HP und MP. Hier, das regeneriert viel zu wenig sonst. Gut. Dann würde ich sagen, so viele Erfahrungspunkte, wie wir da bekommen haben, würde ich gerne nochmal zurückreisen. Erstmal die Schleifsteine mitnehmen. Und dann gerne die Quest normaler machen. Wurde uns ja angeboten. So, ein Schleifstein. Komm, müsste aber noch mal ein Schleifstein? Ja. Und dann würde ich gerne auch später noch die besten Ausrüstungen haben. Gut, das war kein Schleifstein. Meinetwegen können wir mal kurz ausruhen. Ja, ein bisschen rasten. Oh mein Gott, wir wurden im Schlaf überrascht. Super effizient. Machen wir ruhig einen Betäubungsschlag. Kann er nicht mehr angreifen bis nächste Runde. Doch, Feuerball. Machen wir. Und Niederstrecken. Ist aber nicht sehr viel Niederstrecken. So. Dann noch Betäubungsschlag. Und dann Monster beschwören auf ihn schon mal. Feuerball. Niederstrecken, ja. Schlag des Anführers. So. Und platt gemacht beide. Sehr gut. Victory. Und nochmal Gold. Schlafen wollte ich, genau. Regenerieren bei die MP. Mit jeder Nacht steigt die Gefahr. So. Genau, wir wollen zum Vulkan des Phönix wieder lautschen. Bisschen Gold sammeln, bisschen EP sammeln, bisschen grinden. Bisschen Schleifsteine. Auch wenn es nur einer ist. Okay, ja, ich weiß. Du brauchst mir nicht jedes Mal ziehen. So, wir machen mal einen Jagd auf Feuerteufelchen. So, Trefferpunkte 577. So. Schlag des Anführers. Wir machen wieder Hilfe von unten. Drei ist dran, er hier. Okay. Fünf war schon dran. Na gut. Dann wechseln die nächsten Runden. Heiliges Schild. Haben auch Hilfe von unten für die. Ein Doppelschlag auf den. Sehr gut. Hey, komm, der muss erstmal geheilt werden. Kriegst der nächste schon mal im Feuerball ab. Also das zieht schon ordentlich heran mit sich. Ah, das zieht auch ordentlich Leben mit sich. So. Machen wir Betäubungsschlag. Bisschen Regeneration ist auch ganz gut und der nächste kann schon mal brennen. So, der ist schon mal platt. Nächster Schlag des Anführers. Kein Crit, schade. Auch hier kein Crit. Da hat einmal Crit erwischt. Und hätte man den hier gemacht. Wäre besser gewesen. So. Erstmal regenerieren hier.
Und fleißig Monster beschwören. Aber kein Crit. Das ist ärgerlich wieder. Schwächen auf den. So. Aber er kommt mir schon wieder vor, als hätten wir, kommen wir wieder noch besser klar als vorher. Hm? Nicht mal knapp dran, dass wir hier scheitern. Schön kritischen Schlag. Ah. Aber hier auch nochmal einen kritischen Schlag. Und ja, hier einfach angreifen. So, den mal plätten. Hier wieder Monster beschwören. Auf den Betäubungsschlag. Und niederstrecken. Ach, guck mal, Hilfe von unten bräuchten wir wieder. Ah, jetzt haben wir auch ein bisschen Schaden abbekommen. Wir haben keinen Mana mehr. Ah, das ist blöd. So. So, der herrscht noch auf ihn mal. Und du machst noch einen Feuerball auf den, bevor er nochmal angreift. Monster beschwören nochmal, damit ein bisschen mehr Schaden gemacht wird. Und der Doppelschlag. So. Victory! Wir haben weniger Erfahrungspunkte bekommen als letztes Mal. Wahrscheinlich, weil wir eben gut gemacht. Weil wir eben aufgestiegen sind per Charakteren. So, der ist auch fast Level 36 dann. Nicht schlecht, Herr Specht. Quest können wir nicht mehr machen, dann rasten wir hier. Finde ich schade, dass wir keine Quest hier machen können. Und wir reisen mal hier ins Dorf. Immer kriegen wir nicht hier hin. Wir können eine Quest hier erlegen. Beute zu Doppelgänger. Gegen 7 Doppelgänger. Ich weiß nicht, was sie können, deswegen machen wir erstmal 5. Und ich würde auch mal einen Betäubungsschlag auf den machen. So. Okay, er ist dran. Bestimmt irgendeine Spezialfähigkeit. Er ist nicht umsonst Doppelgänger. So, Doppelschlag auf den. So, der brennt als nächstes weg. Den machen wir Monster beschwören. Ach so, verstehe. Der macht so wenig Schaden mit den Niederstrecken. Spinne. So. Auch hier Hilfe nochmal von unten. Falls wir direkt angreifen müssen. Doch, machen wir mal einen Niederstrecken auf den. Pff, 39 super effizient, ja klar. So, der ist tot. Spinne hält aber auch ordentlich aus. Und kein Crit. Hm. Der hat sich in Adventure Boy verwandelt. Nicht so geil. So. Okay, können wir irgendwas machen? Nee. Aber einen schönen kritischen Hörer reinhauen. Und auch hier nochmal super effizient. Der hat sich schon Ding verwandt. Schön verbrennen nochmal. Ich glaube, da ist auch kein Problem gegen 7. Ganz ehrlich, wenn wir dann voll geheilt sind,
kämpfen wir nochmal gegen 7, dann sollte das auch nicht ein Problem sein. So. Grüner Apfel. Level up für ihn. Zuckerheilung, so. Und wir rasten. So gut, so gut, so gut, so gut. Und dann würde ich machen, ja, gegen 2 sollten wir noch kämpfen, aber wir machen noch mal gegen 7. So. Schwächen. Erstmal die hier. Und dann gehen wir wieder von links nach rechts. Jojo. Gut, der kann betäuben, das ist nicht so geil. Soweit ich mich noch erinnern konnte. Von unten kommt auch ein bisschen spät heute, wa? Brauche ich da endlich. Hier auch nochmal Schwächen. So, der ist auch genug Leben ab. So, der ist platt. Dann haben wir noch ein Skelett, das ist aber auch nicht gerade so schwer. Der hat sich nochmal verwandelt. Auch geil. Kein Crit. Mann, 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 Mann. Verwandelt sich ein Räuber. Ja. Gut, der ist platt. Dann Feuerball. Betäubungsschlag. Der ist schon mal betäubt. Das ist super. Ich krieg hier nochmal Hilfe von unten. Wenigstens Crit, auch wenn der extrem wenig Schaden macht, der Crit. Der macht ja fast das doppelte Schaden ohne Crit. So. Meteor. Und ein Betäubungsschlag. Ne, ganz normalen Schlag auf ihn. So. Mal wieder Herstellung machen. Haben wir gar kein Schild auf den gemacht oder was? Hier, heiliges Schild. Ja, ja, ich weiß. Deswegen ganz gut, dass ich ein Schild gegeben habe. So. Kein Crit. Schade, schon wieder nicht. Mann, das nervt aber auch. Und du kannst mal hier Schwächung machen. Plus 66 geheilt. Ich weiß nicht wieso. Beheizt sich, wodurch heilen die sich dauernd? Oder können die das einfach? So. Ich kann mich auch einfach so heilen. Ohne driftigen Grund. Mit Ohr nochmal. Super. Machen wir die Fledermaus langsam platt. Ja, weiterhin Schlag des Anführers ist nun mal ziemlich gut. Ich weiß auch nicht, ob die Erfahrungspunkte nach dem Monster gelten, die wir haben, oder nach... Das ist ein Doppelgänger, ist einfach nur nach Level oder sowas. Okay, der hat sich gleich mal in Space Invader verwandelt. Gar nichts, dieses Schwächen. So, das ist platt. Kriegst einen Feuerball. Betäubungsschlag geht nicht, aber wir können jetzt hier mal ein paar starke Attacken einfach mehr ankrämpfen. Krämpfen. Voll die Krämpfen. Heilung brauchen wir auch nicht mehr. Komm, angreifen. Super. Victory! Der eine Ring haben wir bekommen. Regeneration MP, HP ist auch noch ziemlich gut. 4. Ich überlege gerade, der eine Ring. Kleriker hat echt nicht so viel, aber der auch in sich ist er so extrem stark. Da will ich nicht unbedingt das geben. Der Paladin hat schon den einen Ring.
halt TP, MP und Regeneration HP. Wer bräuchte denn das am meisten? Eigentlich weiterhin der Paladin. Aber ich gebe es einfach mal dem Schurken. Für das hier. Obwohl ich sie wahrscheinlich auch bald austauschen muss, trotzdem. Weil E-Crit-Verbesserung bekommt. Na, mal gucken. Quest. Ja, stimmt. Ja, fertig. Und Level Up für ihn. Seelenpakt. Monster beschwören wäre noch ziemlich gut. Weil er schon ordentlich Schaden macht. Und hier. Ausrüstung. Der vierte Ring nochmal. Und eigentlich will ich doch nochmal hier das Zeug verkaufen. Ja, komm hier. Und dann will ich das einfach ihm geben hier. Ja, komm hier, regeneriert 12 HP. Der körperliche Widerstand kann man immer gut gebrauchen. Ich glaube, das ist dann doch noch ein bisschen besser, der Pixelfehler. So. Ich würde denen dann doch noch gerne was geben. Ausrüstung, und zwar wirklich das, was nicht so viel macht. Neuen Angriff und zusätzlicher Trankeffekt. Es hier zusätzlich TP, zusätzliche Schaden einfach macht. Oder ich überlege gerade, ob ich noch zusätzlich den Schaden erhöhe, mit dem hier zum Beispiel. Oder ob ich einfach die Stärke erhöhe. Also die Crit-Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, die Crit-Wahrscheinlichkeit brauche ich gar nicht so. Ich mache das nochmal hier. Ja, komm, red nicht so viel. Einfach den Treffer. Pixelfehler bringt mir 1, genau. Da will ich hier nochmal was mit 10. Was mit 10 Trefferpunkte, deswegen Crit geben. 13 Crit, dann hat er ein bisschen mehr nur noch. Gut. Rasten wir erstmal eine Runde. Aufwachen. Hätten wir später machen sollen. Beutezug. Machen wir Stroh, mehr Gold, ja. Ach so. Können wir helfen, Fernseher zu retten? Ja, ich liebe das Spiel. Ich habe nicht erwartet, dass ich dich hier sehe. Wie könnt ihr dir helfen, Mr. Beavers? Ich muss Stroh sammeln, um meinen Schutzraum zu bauen. Aber ich kann hier nicht weg. Der Stroh könnte ihr im Mittelfeld finden. Ja, und das werden wir nächstes Mal erst sehen. Bis dann. Ciao, ciao.